Hallo meine Lieben, ja, ich möchte heute wieder ein bisschen mit meiner Jelly Plate rummatschen, aber nicht einfach nur so, sondern ich habe ein bisschen was Besonderes vor. Als erstes möchte ich mir die Jelly Plate mal ein bisschen verkleinern und zwar auf 6x6 Inch. Und dafür lege ich mir mein Lineal jetzt einfach mal hier daneben, nehme mir hier ein Washi Tape und klebe dann hier einfach bei 6 Inch mal so lang. Hier halte ich es auch mal so dran. Das muss jetzt auch nicht ganz hundertprozentig sein, so ungefähr halt. Geht mir einfach nur darum, dass ich nicht die ganze Jelly Plate nutzen möchte, weil manchmal hat man ja auch einfach so kleinere Papiere oder möchte halt einfach das Papier auch gar nicht so ganz voll machen. Und dafür dachte ich mir, ist das jetzt ganz gut. So, dann lege ich es mir hier einmal bei 6 Inch an. Und schwupp, ja, und wie gesagt, es muss nicht ganz perfekt sein. Wenn das nicht ganz 6x6 ist, ist das auch kein Ding. So, und ich nehme jetzt auch irgendein Washi-Tape, irgendein einfaches, auch kein besonderes. So, okay, und dann habe ich ja hier oben mein 6x6 Kästchen. Mit dem möchte ich arbeiten, deswegen drehe ich mir das jetzt einmal so rum, dass ich das halt hier habe. Und hier habe ich jetzt meine Papiere und ich möchte, dass es immer relativ gleichmäßig bleibt. Und deswegen nehme ich jetzt das Papier, lege mir das hier so dran, ja, vielleicht sogar so. Dann habe ich nämlich später genau auf der Kante auch die Farbe. So, genau. Und dann klebe ich mir das hier unten nochmal mit Washi-Tape einfach fest, damit das auf dieser Position bleibt. Und dann kann ich das hier immer nach hinten klappen und kann dann mit dem Dings arbeiten. So, hier stehen schon ein paar Farben bereit. Auch nicht viele, nur ein paar. Und ja, dann fange ich direkt mal an. Es wird ein bisschen dunkel hier. So, besser. Und eine Besonderheit habe ich mir noch vorgekramt. Was ich noch machen muss, so, jetzt habe ich die Jelly Plate verschoben, das war natürlich ganz schlau. Jo, okay, da muss ich drauf achten. Und zwar habe ich mir Federn bereitgelegt und mit denen möchte ich jetzt im Kombi mit der Jelly Plate arbeiten. Und ich ziehe mir mal die Federn hier so ein bisschen auseinander, damit die nachher so ein schönes Muster haben auf dem Papier hinterlassen. Also es geht mir jetzt hauptsächlich um das Papier, aber man kann natürlich auch die eingefärbten Federn nachher super schön noch verwenden. Und ja, damit fange ich jetzt mal an. Und zwar fange ich an mit einem Pink, weil ich Pink liebe. Und jetzt muss ich wirklich gucken, dass ich hier nicht zu viel Farbe nehme, nur ganz wenig. Mit den großen Flaschen manchmal nicht so einfach. Und ich habe noch meinen Roller vergessen, den hole ich gerade mal kurz. So, ich habe alles und auf geht's. Genau, und das Pink, wie gesagt, mache ich nur ganz wenig. Das reicht schon. So. Jawohl, das sieht schon gut aus. Und jetzt nehme ich Schwarz und packe hier Schwarz drauf. Und da darf ruhig ein bisschen mehr sein. Wenn ich jetzt hier den ganzen Teil mit Schwarz voll machen möchte. So. Und jetzt lege ich die Feder da irgendwie so drauf, nehme mein Papier, packe das oben drauf und wische hier ordentlich drüber. So, das dürfte reichen und jawohl, das ist genau der Effekt, den ich haben wollte. Also ihr seht das Pink. Ist da natürlich noch dahinter. Das kann man natürlich noch krasser machen,
indem man einfach, so sieht jetzt übrigens die Feder aus, und hier haben wir auch nochmal so einen schönen Abdruck und den werde ich dann auch nochmal mit einem anderen Papier aufnehmen. Ich lege die Feder jetzt mal kurz hier ab. Und zwar lasse ich jetzt einmal das Schwarz hier ein bisschen antrocknen. Und ich brauche mal ein Papier, wo ich abrollen kann. So. Ja, dass ich die Farbe einfach, die ich hier ein bisschen zu viel habe, mal ein bisschen runterbekomme. So, ja, ganz trocken ist es noch nicht. Ich denke, so ganz schnell trocken wird das jetzt auch nicht. Aber ich probiere einfach mal, ob es schon klappt. Ich bin ja immer nicht so geduldig. Und hier nehme ich jetzt mal Blau und gehe hier mit Blau drüber. Nimmt das Teil jetzt das Blau wieder auf. Das sollte es natürlich nicht. Ja, ich muss da noch ein bisschen besser gucken, wie ich das mache mit der Farbe, wie viel Farbe ich tatsächlich brauche und wie viel nicht. Es ist genau an den Stellen, wo ich das Blau haben möchte, ist es wieder weggegangen. Ist auch gar nicht. So, da habe ich jetzt doch ziemlich viel Blau genommen. Immer da, wo das Blau drauf bleiben soll, da geht's ab. Okay, so. Und jetzt nehme ich hier das Papier, wo ich hier gerade schon mein nächstes Mal abgewischt habe. Und mal gucken, ob das jetzt funktioniert, so wie ich das gerne möchte. Normalerweise reaktiviert man ja trockene Farben wieder, wenn man mit neuer Farbe drauf geht, aber irgendwie habe ich den Dreh noch nicht so richtig raus. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder an dieser Jelly Plate. Das ist ja so eine nachgemachte quasi. Also ist nicht von dieser Originalfirma. Aber ich glaube, eigentlich spielt das keine Rolle. Ja, so sieht das jetzt aus. Ist auch ziemlich krass. Man erkennt die Feder natürlich nicht mehr so wirklich. Aber ich finde, ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Diese Farbe habe ich sonst so nicht. Ja, und hier kann man ja jetzt nochmal irgendwie krasses Pink oder irgendwas drauf machen und da wieder weitermachen. Und ich gucke gerade mal noch nach anderen Farben. So, ich möchte jetzt kurz was ausprobieren. Und zwar habe ich hier dieses von Distress. Und jetzt möchte ich gerne mal probieren. Das ist ja eigentlich so Wasser, also sehr verdünnt. Das sind Distress Inks verdünnt mit Wasser. Genau, so. Und jetzt habe ich ja hier noch Blau dran. Das kommt bestimmt ganz cool von der Farbe. Und das möchte ich jetzt mal probieren auf dem Schwarz. Ja, gar nicht so schlecht. Also zumindest in den hellen Bereichen sieht das echt gut aus. Ich gebe auch gleich noch mal ein bisschen was auf. Ich kann auch ein bisschen Lila nicht schaden. Da ist gar nicht so viel Lila reingekommen. Sieht man eigentlich überhaupt nicht. Aber ist mal was ganz anderes als das, was ich sonst immer so habe. Und da werde ich jetzt mal gucken. Diese Kombi gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Da werde ich jetzt mal gucken, dass ich mir noch mal mit der Farbe hier auf jeden Fall da ordentlich drauf gehe. Da darf ruhig mal ein bisschen mehr Farbe sein. Und das hier so ein bisschen verteilen. Ja, das Problem bei der Farbe ist natürlich, dass die, weil das ja mehr zum Aquarellmalen ist, verwischt das immer gleich wieder so und macht das so ein Löcher. Aber ich werde jetzt mit dem hier nochmal drüber gehen. Das Schwarz sollte ja das
bin da nicht so wirklich am Leben. Mal gucken, ob dann die Federn. Ach, geil. Jawohl, so dachte ich mir das. Bei der Feder hat er das richtig gut angenommen. Beim Schwarz sieht man es natürlich nicht drüber, aber das ist ja genau gewünscht. Ja, sieht richtig cool aus. So, als nächstes möchte ich ein bisschen Pink. Ja, schon wieder Pink, aber ein bisschen mehr Farbe. Und ein bisschen Gelb. Und dann eben so einen Verlauf machen. Jups, da kommt's. Zack. So, jetzt mal gucken, wo ich hier Papier zum Abwischen. Schwupp. So. So. Erstmal so anfangen und gehe dann mit dem Gelb hier rüber. So, okay, jetzt ist zu viel Pinky geworden, aber es macht zu viel Orange geworden, aber es macht nichts. Wird bestimmt trotzdem richtig cool aussehen, kann ich mir vorstellen. So, das Papier hier, das nehme ich mir jetzt einmal und drehe mir das einmal um. Und zwar nehme ich jetzt, versuche ich das Washi-Tape hier mal kleben zu lassen. Okay, funktioniert nicht. Also muss es doch abmachen, macht nichts. Nehme jetzt hier, ich lasse das jetzt einfach mal weg, das wird schon so funktionieren. Nehme das Papier jetzt, lege das hier wieder auf die Ecken. So, ja, das sieht doch schon mal geil aus. Und dann nehme ich mir jetzt wieder meine Feder hier und pack die mir wieder so hin. Komm mal her, du. Jetzt mal da oben hin. So, und das gleiche Spiel wie vorhin. Achso, ja, so ein Quatsch. Erst schwarz, dann die Feder. Also ordentlich schwarz. So, das Schwarz ist wieder reichlich. Dann lege ich die Feder genauso wieder hin. Warum soll ich jetzt die andere Seite einfärben? So, ich nehme hier wieder mein Papier und gehe hier wieder auf die Ecke. Ich hoffe, ich treffe die Ecke. Ungefähr zumindest. So, und wische hier wieder schön drüber. Guckt euch das mal an. Tada! Ja, das sieht natürlich noch mal um einiges geiler aus, wenn man eben krasse Farben nimmt. Ja, und wie gesagt, die Feder ist zwar jetzt schwarz und das sieht auch wieder super aus. Davon brauche ich unbedingt einen Abdruck. So, und jetzt habe ich schon wieder kein Papier mehr liegen. Aber ich nehme jetzt einfach hier meine Rückseite. Gehe jetzt hier bei. Und drück auch gar nicht so doll. Jawohl. Jawohl, jawohl. Richtig cool. Und ihr seht, da kommt auch noch ein bisschen Gelb durch vom Hintergrund. Ja, und dann können wir natürlich auch das Ganze noch mit ein paar Formen machen. Und ach, ich lasse das Schwarz jetzt einfach mal drauf. Das stört mich jetzt nicht. Aber hier stört es mich allerdings. Stört es mich schon sehr. Bin ich eigentlich schwarz gewesen? So, welche Farbe nehmen wir denn diesmal? Doch, ich glaube, ich nehme wieder Gelb und Pink, weil die Farben sind einfach geil. Aber ein bisschen mehr Gelb, ein bisschen weniger Pink, glaube ich.
glaube, dann wird es noch ein bisschen krasser. So. Komm her. Und dann teile ich sie wieder an mit dem Pink. Ich verteile das hier ganz großzügig bis zum Rand. Dann nehme ich das Gelb auch großzügig. Dann gehe ich erst ein bisschen hier rüber und vermische das, aber nicht so komplett. So, schwuppi, das sieht auch schon mal richtig genial aus. Finde ich jetzt schon geil. Und ich glaube, probiere ich das jetzt mal hier mit oder kriege ich dann nachher keinen so schönen... Ach komm, wir probieren es einfach. Probieren geht über Studieren. Zack, drauf. Bisschen drücken. Zack. Ach ja, okay. Wird jetzt ganz schön über das Schwarz drüber, aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ist ganz schön verwischt. Macht nichts. So. Jetzt versuche ich das hier genau so wieder zu treffen. Perfekt. Ich schiebe das Gelb wieder ab. So. Und mache hier nochmal Pink drauf. Gelb haben wir ja noch genug, so wie es aussieht. Schwupp. Ordentlich Pink. Und dann hier wieder ein bisschen mit dem Pink, mit dem Silber, dass das orange wird. Guck mal, das sieht auch auf der Rolle mega geil aus. Da muss ich auf jeden Fall gleich nochmal über ein schönes Papier rollen. Ja, das ist schicki. Und ja, ich muss ein neues Papier holen. Ich hatte hier mir nicht genug beiseite gelegt. Ja, so ist das. Da will man nur mal ganz kurz was ausprobieren. Und 2 Stunden später denkt man so, huch. So, ich klopfe das jetzt mal nur so ganz vorsichtig, damit er nicht wischt. Ja, viel besser. Sehr viel besser. Ja, gleiches Spiel. Schwarz, Feder und so weiter. Ah, jetzt finde ich das hier aber zu schade. Das muss ich vorher auf jeden Fall noch mal auf einem anderen Papier abschmieren. Das geht nicht anders. Komm her hier. Wenn das so gut aussieht, das kann ich nicht einfach so wegschmeißen. Guck mal, wie toll das aussieht. Das kann man doch nicht einfach wegmachen. Ja. Mega schön. Erstmal nach hinten. Mensch, klebt doch nicht aneinander. Ja, ich hatte mir da noch ein paar mehr Federn hingelegt für den Fall der Fälle, aber bisher funktioniert das mit der einen ziemlich gut. So, dann bleiben wir erstmal bei der. Jetzt lege ich die Feder aber mal so hin. Und so. Und ich versuche wieder nicht so dolle hin und her zu wackeln. Und schwupp, jawohl. Ja, genau. Und so könnte man jetzt 3-4 Stunden weitermachen. Und da das mit den Federn sowieso immer nicht so gut klappt, werde ich jetzt diese Feder mal hier reinrollen. Jetzt habe ich die komplett schwarz. Und dann werde ich das jetzt einfach mal umgekehrt probieren. Und zwar werde ich probieren, die Feder wieder einzufärben. Aber ich glaube, die muss dafür richtig trocknen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt einfach so funktioniert. Ich glaube, die muss jetzt komplett trocknen und wenn die komplett getrocknet ist, dann kann man mit einer coolen Farbe nochmal drüber gehen. Deswegen lasse ich diese Feder da jetzt erstmal liegen. Ah, das hier ist jetzt leider auch, das müsste jetzt auch trocknen. Wenn es richtig trocken wäre, dann könnte man auch mit der Farbe wieder dazwischen gehen. Ich mache mal kurz Pause. So, das Ganze ist jetzt einigermaßen trocken, nicht so ganz, aber einigermaßen. Und
Ich muss hier ein bisschen das Ding sauber machen. Und gehe jetzt hier einfach mit Gelb. Ich weiß nicht, heute habe ich es irgendwie mit Gelb. Oder nee, wartet mal, ich nehme mal was ganz anderes. Ich nehme mal Silber. Ich nehme mal Silber und guck mal, wie das so wird. Ein bisschen anderes, was anderes haben. So, ich mache jetzt ganz dünn Silber drauf und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, dass er jetzt wirklich diese Farbe wieder reaktiviert hat. Ein Blättchen und wir probieren es einfach aus. Reibe jetzt auch mal ein bisschen fester. Aber ich kann ja auch sogar mit meiner Rolle da gleich mal rüber. Ist ja wurscht, ob das von hinten jetzt dann auch eine Farbe hat. Das interessiert mich ja nicht. Ich nehme ja dann eh mal die Farbe, die mir, oder die Seite, die mir am besten gefällt. Also so, dann gucken wir mal. Ja, naja, okay. Na. Knalligeren Farbe wäre es bestimmt schöner geworden, aber das können wir immer noch machen. Das macht ja nichts. Haben wir halt jetzt Gelb. Ich glaube, das Gelb passt auch ganz gut zu Schwarz und Silber. Und wir aktivieren das Ganze einfach nochmal mit Gelb. Mal gucken, wie das wird. Langsam schwierig mit Treffen. Und hier gehe ich auch wieder mit einer Rolle auf die Rübe. So, ich bin gespannt. Okay, es ist ganz schön grün geworden. Grün, gelb. In dem Silber sieht man nicht mehr ganz so viel, noch an ein paar Ecken. Da oben an der Ecke sieht man noch ganz gut Silber, aber ansonsten sieht man es gar nicht mehr so viel, ja, aber auch mal was ganz anderes, was ich normalerweise nicht mache. Okay, ihr Lieben, das war es schon fast. Ich werde noch mal kurz auf Pause machen, werde diese Feder hier noch mal trocknen und dann probieren wir noch einmal mit der Feder was zu machen und dann mache ich hier für heute erstmal Feierabend. So, ich habe die Feder jetzt mit meinem Heißluftföhn trocken gemacht und auch an manchen Stellen hier die Federn nochmal so ein bisschen auseinandergezupft. Die Jellyplate hatte ich auch schon sauber gemacht und neue Farbe drauf. Und jetzt werde ich meine Feder drauflegen, ein Papier schnappen und einfach mal drauf. Wow, das sieht auch schon mal richtig geil aus. Also umgekehrt würde es auch gut funktionieren. Im Hintergrund schwarz oder links. Jawohl, guckt euch das an. Ja, mega schick. Ich glaube, in der Kamera kommt das nicht mal so rüber, wie es hier tatsächlich aussieht. Aber ich denke, ihr seht es schon ganz gut. Ja. Richtig, richtig cool. Und auch dieser Abdruck sieht auch mega aus. Den brauche ich definitiv. Der wird auch nicht einfach weggeworfen. Und jawohl. Boah, schick. Mega, 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 mega schick. So, ihr Lieben, ich mache jetzt aber wirklich Feierabend für heute. Hier ist es schon gleich 11. Und ja, ich habe für heute genug gewerkelt. Und ja, ich hoffe, euch hat das hier gut gefallen mit den Federn. Und ja, ich finde, die sind auch eine mega coole Geschenkidee, einfach ein paar Federn einzufärben. Und ja, in meinem Adventskalender wollte ich euch auch Federn zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das mache mit dem Video, mit den Federn, ob ich das damit reinschneide oder nicht. Auf jeden Fall habe ich da auch Federn
eingefärbt mit der Jelly Plate. Und zwar, um die zu benutzen als Schreibfeder. Und das funktioniert tatsächlich auch richtig gut. Nämlich so. Das habe ich mit dieser Feder geschrieben. Ja, genau. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das Video hochlade oder nicht. Gucke ich mal. Okay, ihr Lieben, dann macht's gut.